So. Wie dem auch sei. Können uns ja trotzdem nochmal orientieren. So, ich sehe jetzt eine Insel mit zwei Flüssen. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber rechts von Hyrule aus. So. Dann einmal über den Fluss rüber. Einmal über den Fluss rüber. Und dann schauen wir mal. Das ist auch nochmal so ein Monsterfelsen, ne? So ein Totenkopf. Aber da scheint doch jetzt nicht drin zu sein, oder? Du Drecksau! Hallo! Da scheint ja nur Strinne zu sein. Ja. Na klar. Wie das auch immer so ist. So. Genau, und jetzt eigentlich nur noch geradeaus. Von unserer Seite aus. Vielleicht finden wir das, indem wir den Ton aktivieren. Oder vielleicht ist es da hier die Zeichnung. Guck mal, dieser komische Weg da, was da ist. Hallo, hey. Mein Outfit wird nass. Rammer Schätze, Höhen. Oh, jetzt hast du mit was ich gesagt habe, aber gut. Also mit Ramnerschätzen sind diverse Kleidungsstücke gemeint, die der legendäre Räuber Ramner entzauberte. Es wird erzählt, dass sie in jenen Höhlen im ganzen Land versteckt sind. Als Modebegeisterter bin ich sehr daran interessiert. In Eldin soll es viele Höhlen geben, in denen Schätze zu finden sein. Allerdings sind diese Höhlen nach wie vor voller glühend heißer Lava. Wenn ich da hineingehe, verbrennt mein schönes Outfit doch glatt zur Asche. Okay, das ist jetzt wirklich eine echte Mole Queen. Ja, hier müsste es jetzt irgendwo sein. Ich hab mich jetzt an der Karte hier orientiert. Halt. Nein. Ja. Und da sind ja diese zwei Flüsse, sehen? Die hier. Daran habe ich mich jetzt orientiert. Mann! Ja. Ihr müsstet ja theoretisch ja gleich kommen. Das ist nochmal so ein großer Baum. Den können wir gerne auch nochmal abklappern. Wir werden wahrscheinlich uns auch wieder Höhlen präsentiert. Das sieht auch sehr auffällig aus hier mit dem Baum. Der Baum sieht mir sehr suspekt aus, wenn du mich fragst. Naja, wenn alle Stränge jetzt reißen, würde ich jetzt einfach sagen, dass wir mal da hochgehen zum Turm. Und jetzt die Lava mal abschenken. Hallo Fuchs! So. Hier wird ein Apfel verlangt. Okay. Ah, warte.
Immer noch nicht. Mon. Immer noch nicht. Na, sag mal. Ja. Ja. Hier wurde ein Apfel gebraucht. Juhi. Die zwei nehmen wir dann gleich wieder. Ist hier sonst noch irgendwas? Der Baum sieht mir hier aus, als sah so suspekt aus. Aber hier ist noch. Kann zwar einiges erkennen. Eines wiederum nicht. Hier! Da hinten! Ich hab's gefunden! Oh, guck mal! Was für eine Masse an Viechern! Hilfe! Junge, Junge! Gehen wir mal da hoch. Gut, dass wir mal da auf den Baum geklettert sind. Das macht die Sache natürlich sehr einfach. Aber ist das wirklich das Symbol? Was wir suchen? Oder ist das schon wieder ein anderes? Nee, das ist ein purer Pet. Ups. Dann gucken wir mal das an. Hier. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles, dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit... Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der
der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache. Auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment, des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Ich ahne Schlimmes, was mit Zelda passieren könnte. Oder passiert ist. Ja. Das könnte durchaus möglich sein, dass Zelda nicht mehr in ihrer richtigen Form ist. Aber ja. Schwierig, ne? So. Gut. Dann haben wir das soweit. Da ist noch ein Schwert. Unten rechts. Aber ganz unten rechts, ne? Da ist so eine Muschel. Aber bevor wir da jetzt weitermachen. Ja. Wo machen wir da am besten jetzt weiter hier, wa? Das haben wir uns alle gefragt. Wir gucken mal jetzt hier mal. Wir gehen hier gleich mal direkt zum Turm. Der ist ja hier gleich in der Nähe. Arbeiten wir das auch gleich ab. Ich würde ganz gerne auch mal wieder nach Rom fliegen. Und die Wolkenwelt mal wieder erkunden. Das wäre vielleicht mal auch mal eine Möglichkeit. Und den Fazker, den ignorieren wir mal. Auf den habe ich jetzt keine Lust. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das der letzte Ausweg gewesen ist. Mit Zelda. Ui. Das hat nicht mehr lange gehalten hat. Aber lass uns mal hier nicht spoilern, wie ich. Gehen jetzt hier mal. Was haben wir jetzt eigentlich noch an. Wir machen hier. Also gefühlt machen wir hier alles durcheinander hier. Quest. Hauptquest. Hauptquest? Hallo? Jetzt. Schön, untersuche die vier Regionen, müssen wir noch machen. Schwimmendes Schloss, drehender Drachen. Suche nach Zelda. Ja. Erstmal sind die ganzen Erinnerungen dran, wa? Das können wir auch gleich besuchen.
Ah, jetzt habe ich mich verleiten lassen. Ich brenn. So, weggesteckt. Immer mal so dumm hoch. So, Türmchen. Und da hinten können wir gleich weitermachen mit den Türmchen. Ich schwöre dir, auf einen solchen Atome ist einer von diesen Krog-Dinger. Ich kann es mir schon vorstellen. Können eigentlich gleich direkt zum Schrein dann fliegen, eventuell. Und von dort aus zum nächsten Turm. Turm Schlucht von Eldin. Warum ist sie so auffällig an Felsen? Warum ist das? Warum ist das hier? Keine Ahnung. Kommt mir ein bisschen suspekt vor. Warum ist das so ein Deckel? Ah, voll der Jägerdeckel. Hä? Was für ein Ärger. Warum? Oh, bist du wegen des Kartografentiertums? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Warum? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografierturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf den Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen. Und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Laservorrichtung dort drin benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Du willst mir jetzt sagen. Dass wir da jetzt so... Ah ja. Und da hinten sieht auch... Okay, ich fliege gleich mal hier mit den Steinen nach oben. Nachdem der Blutmond hier vonstatten gegangen ist hier. Ja, komm. Brauche ich nicht. Brauche man nicht. Will ich nicht. Muss ich nicht. So, wo war das jetzt? Ach, gleich alle drei, ja? Oh, hier krachen aber sehr viele runter. Okay. Kommen wir vielleicht auf irgendeine Insel rauf? Tatsache. Tatsache. Tsunaniumlanze. Gut. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Nur, dass ich die Truhe hier mal geöffnet habe. Da ist auch nochmal eine Truhe. Da hinten scheint auch nochmal was zu sein. Ich fliege gleich mal hier drüben hin.
so nah an ihrem Großschwert. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ups. So. Und da...